Ja, servus. Ich versuche heute in diesem Video zu erklären, wie man sich anmeldet für die Rehkitzrettung bei uns. Im Endeffekt geht es darum, um einiges zu erleichtern. Wir hatten letzte Saison das Problem, dass wir einen Mega-Aufwand gehabt haben in der Flugvorbereitung und in der Flugnachbereitung. Und das wollen wir für diese Saison jetzt massiv vereinfachen. Und dazu gibt es jetzt eine digitale und komfortable Software, die euch und uns jede Menge Arbeit erleichtert. Weil wir waren letzte Saison, glaube ich, mehr vom Computer gesessen, als dass wir in der Luft waren. Mega Vorteil dadurch ist natürlich, dass das nur eine einmalige Aufwand ist. Und nächste Saison ist alles digital abgespeichert und wir können darauf zugreifen und ihr müsst einfach bloß noch anrufen. Ja, servus, wir möchten morgen Feld, Auerwiese und Schlumpfhausen mähen. Und dann ist alles schon vorbereitet und wir haben keinen großen Aufwand mehr. Für diese Saison haben wir noch ein bisschen Aufwand und ich hoffe, jetzt schlüpft mir keiner Ei, dass das Video nicht so lang wird. Nicht, dass es zur gute Nachtgeschichte wird. Sorry, für mich ist es auch Premiere, so ein Video zu erstellen. Aber ich versuche mein Bestes. Also legen wir los, bevor wir zu viel rumlabern. Im Endeffekt läuft das Ganze so. Ihr geht auf unsere Homepage, die am Hasberge, zack, geht oben auf Anmeldung Rehkitzrettung, blättert runter, da ist nochmal ganz eine Vorerklärung und so weiter. Und der Ablauf ist im Endeffekt ganz einfach. Ihr ruft uns am besten einige Tage vorher an, per Telefon auf die Nummer. Sorry, jetzt markiert. So, oder per WhatsApp. Gebt uns diese vier Daten durch und nach erfolgreicher Terminabsprache könnt ihr dann auf diesen Link da unten klicken. Und kommt dann zum direkten Ablauf. Da gibt es dann die Methode 1, die komfortable und digitale. Das Video, was ich gerade erstelle, kommt dann hier noch rein, die genaue Erklärung. Da ist nochmal kurzer Text und klickt dann hier auf Zugang zur Spezialsoftware. So, dann öffnet sich der UAV-Editor. Wer hat es erfunden? Die Schweizer. Eine super Software. Damit habt ihr direkten Zugriff zum geschützten Bereich von unserer Flugsoftware. Und übermittelt uns praktisch die Felder. Als erstes oben Erlauben drücken. Hat den Vorteil, dass dann Google Maps sich gleich auf den Standort, wo ihr gerade seid, aktualisiert habt. Das später beim Suchen vom Feld Erleichterung. Sieht man jetzt gleich im Hintergrund. Aktualisiert. So. Hier gibt er einfach jetzt nur den Namen ein, der wo gerade vom Computer sitzt. Das ist einfach nur, also das ist nicht wichtig für uns. Später kommen eigentlich die wichtigen Daten. So, Max Mustermann. E-Mail-Adresse könnt ihr eingeben, müsst ihr aber nicht. Gut, in dem Fall müsst ihr es, weil sonst, oh, sorry. Sonst geht unten der Schritt 2 nicht gleich weiter. Ihr könnt aber auch einfach irgendwas mit info@blablabla.de eingeben. Also da müsst ihr nichts angeben. Da Schweiz ist voreingestellt, ihr könnt jetzt da auswählen, das Land. Einfacher ist es, da reinklicken. Einmal nach links löschen und die neuen für Deutschland. Müsst keine Telefonnummer angeben, braucht man hier noch nicht. Adresse wollen wir natürlich auch nicht wissen, wo ihr wohnt. Und Bemerkung braucht ihr da auch nicht. So, weiter geht's zu Schritt 2. Jetzt kommt hier nochmal Erklärung, wie es funktioniert. Aber das mache ich jetzt ja gerade hier im Video. So, dann auf Loslegen. Und da seid ihr schon in Google Maps und könnt jetzt das Feld suchen. Entweder es gibt mehrere Möglichkeiten, ihr nehmt die linke Maustaste, haltet sie fest und verschiebt dann mit der Maus dahin, wo euer Feld ist und zoomt dann mit dem Mausrädchen rein oder raus, dass das halt findet. Oder hier mit Plus Minus, na, geht es genauso. Ist ein wenig umständlich, einfacher geht es darüber, über die Lupe hier oben links, die Lupe anklicken. Und die Adresse eingeben. Natürlich hat jetzt ein Feld keine Adresse. Na, hat ja keine Hausnummer, logischerweise. Es langt, aber das Programm ist echt genial. Es kann auch Örtlichkeiten. Ich würde jetzt mal vorschlagen, wenn wir mal unser Tierheim
Und das soll jetzt mal abgesucht werden. Das wollen wir als Feld melden. Jetzt kann ich hier einfach Dirheim Hasberge eingeben und zack, taucht es auf. Das ist noch ein wenig Bug, wird noch verbessert. Es zoomt jetzt raus und nicht direkt zum Dirheim, aber es zentriert sich über den Dirheim. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf Plus drücke und runter gehe, dann et voilà, unser Dirheim. So, mein Feld, was ich heute melden will, ist jetzt beispielsweise dieses Feld hier. Jetzt ist ganz simpel, ihr klickt nur die Eckpunkte an. Einmal linke Maustaste, einen Punkt setzen, dann, ja, jetzt geht hier noch ein weiteres Fenster auf, wo wir dann später die wichtigen Daten angeben. Das können wir jetzt erstmal ignorieren. Ihr macht dann weiter den nächsten Eckpunkt und den nächsten Eckpunkt. Und zack, ist das Feld markiert. Mehr ist es erstmal nicht. Dann gibt er hier jetzt die Daten an. Das ist ganz wichtig, das ist der Feldname. Der ist dann für die späteren Saisons, also nächste Saison und so weiter, extrem wichtig. Weil daran können wir dann erkennen, okay, wenn die jetzt nächstes Jahr anruft, Mensch, wir wollen übermorgen Feld Auerwiese oder was auch immer fliegen und das Feld, dann haben wir das alles schon in der Software hinterlegt und schon programmiert und haben eine mega Erleichterung. Also in dem Fall gebe ich jetzt einfach mal ein Feld Dirheim, weil es erst Dirheim ist. Den Feldnamen, ne? So, geschätzter Mailtermin einfach anklicken, sagen wir mal 2. Mai. Das Programm sagt uns dann gleich die Größe in Hektar. Und ist für euch vielleicht auch ganz interessant, um zu sehen, ob das Feld einigermaßen gut markiert hat. Ja, muss man vielleicht noch dazu sagen, es muss nicht genau sein. Das müssen wir später eh nochmal überarbeiten. Wir müssen ja dann auf viele Parameter achten und Regeln und gesetzliche Vorschriften und so weiter. Also wir passen es dann noch ein wenig an. Aber für uns ist zumindest schon mal gut erkennbar, was wir abfliegen müssen. Na, die Ränder und das Ganze, das machen wir dann später. Für euch nicht wichtig. Angaben zum Feldbesitzer, das ist jetzt wichtig. Also hier dann den Namen eintragen, wenn das Feld gehört. Na? Oder... Ihr könnt ja auch eintragen, wenn jetzt ein Jagdpächter uns das Feld meldet, auch den Jagdpächter. Dass wir halt einen Ansprechpartner haben bei Rückfragen. Und dass es in der Software dann auch angezeigt wird, dann weiß ich, ah, das war der, wenn man einen anruft, ah, was für Felder hat der wieder gehabt. Na, an diesem Namen kann ich den erkennen. Also in dem Fall nehmen wir jetzt wieder mal unseren Max. Halt, stopp, andersrum, das mal Mustermann. Max. Adresse. Ist es in dem Fall auch wichtig für unsere Routenplanung mit dem Auto? Natürlich hat, wie vorhin schon erwähnt, Feld keine Hausnummer und keine richtige Adresse. Hier langt uns eine Örtlichkeit in der Nähe. So, was ist jetzt beim Dirheim in der Nähe? Ja, da ist der Eurorastpark Ingerzgau, ne? Dann gehen wir auf den einfach mal. Ingerzgau Euro. Ah, da ist er doch schon. Zack. Und dann füllt das System das automatisch alles aus. Telefonnummer ist hier jetzt schon, wäre schon wichtig für uns. Die 9 für Deutschland. Und dann jetzt Handynummer oder was auch immer, dass wir bei Rückfragen halt nachfragen können. 172, irgendwas halt, ist ja scheißegal. E-Mail-Adresse interessiert uns nicht. Wir kommunizieren über WhatsApp oder Telefon. Bemerkung ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Da könnte man reinschreiben, was wir vielleicht beachten sollen oder was wir über Telefon abgesprochen haben. Das ist für die nächsten Jahre einfach interessant. Oder was auch gut wäre, Jagdpächter, Name und Tell irgendwas. Ne? Müsst ihr nicht machen. Das könnt ihr frei entscheiden. Aber das wird halt im System mit abgespeichert. Und ist für die Zukunft dann ganz gut oder auch für den aktuellen Einsatz. So, das war schon. Speichern. Und jetzt wären wir eigentlich schon fertig, wenn es nur ein Feld wäre. Jetzt könnt ihr einfach Feldanmeldung senden und es ist erledigt. Natürlich kommen jetzt die Fragen, ja, wenn das Feld aber ein bisschen krumm ist, dreieckig oder was auch immer. Überhaupt kein Problem, erklären wir jetzt auch. Oder wir haben mehrere Felder, wo man dann gleichzeitig melden kann. Ne? Erkläre ich jetzt auch schnell. Sorry, Video wird doch ein länger. Aber das sind ja Punkte, die wichtig sind. Jetzt, ja, was macht man jetzt? Ja, genau. Jetzt sagt man zum Beispiel, das Feld schaut nicht so rechteckig aus. Es schaut kompliziert aus. Wir sagen jetzt zum Beispiel, dass dieses Stück da noch dazugehört. Überhaupt kein Problem.
Ihr habt ihre vier Eckpunkte gesetzt. Entweder ihr setzt jetzt da noch einen Punkt. Ah, sorry, war Fehler. Abbrechen, vergessen. Das Feld ist ja schon fertig. Ihr müsst das Pluszeichen nehmen, mit linken Maustaste festhalten und jetzt einfach darüber ziehen. So, jetzt kommt dann loslassen, dann kommt wieder Plus, dann zieht ihr das da hoch. Ihr könnt auch da jetzt, wenn es eine Kurve ist, mehrere Punkte machen, dann kommt wieder Plus. Dann können wir es sogar ein wenig genauer machen. Ist aber jetzt nicht ganz so wichtig. Wenn wir den Punkt noch ein wenig rausschieben, wir wollen ja da eine gerade Linie haben. So, aber ich habe ja gesagt, ich will darüber das Feld noch haben und nicht das dazu. Jetzt mache ich halt einfach das Plus, setze es da rein. Und zack, habe ich so, wie ich es eigentlich haben will. Also wenn ihr jetzt mehrere Felder nebeneinander habt, könnt ihr es so auch machen und das als ein Feld dann abspeichern. Und das war's. So, jetzt angenommen, ihr habt aber noch ein Feld 2 oder 3, wo jetzt nicht da in der Nähe ist, wo man nicht als ein Feld markieren kann. Dann zoomt ihr ihn wieder raus, wenn es direkt in der Nähe ist. Jetzt angenommen hier dieses Feld. Und markiert jetzt dieses Feld genauso oder gibt über oben über die Suche den Ort oder Örtlichkeit ein, wenn es weiter weg ist. Ne? Ich gehe jetzt mal davon aus, das zweite Feld ist jetzt da. Jetzt klicke ich es da wieder an. Jetzt erstellt er praktisch ein neues. Mache wieder meine Eckpunkte. Jetzt habe ich natürlich wieder ein leichtes Feld ausgesucht. Ne? Aber ist egal, ihr wisst ja, ihr könnt ja da verschieben und könnt es anpassen, wie das braucht. Ne? Wenn jetzt was weiß ich, der Zipfel noch dazu gehört. Meine Wenk so und das Eck noch dazu, so fertig. Füll da wieder alles aus. Da wieder 2. Mai. Vorname, mache jetzt irgendwas rein, ist ja egal, jetzt erstmal. Adresse und so weiter und Telefonnummer, das gleiche wieder wie vorab. Speichern und dann taucht es da unten in der Liste als zweites Feld auf. Und so weiter wird es auch im dritten, vierten, fünften Feld gehen. Na? Das war's. Mehr ist es nicht. Senden. Und die Sache ist erledigt. So. Möchtest du die Feldermeldung senden? Ja, das möchte ich. So, jetzt kommt die Bestätigung. Die bekommt ihr dann auch nochmal bei E-Mail, dass ihr es gemacht habt. Vorausgesetzt, ihr habt die E-Mail natürlich angegeben. Und jetzt kommt hier Standard-Dex von der Software. Mit 48 Stunden werden wir uns zurückmelden. Das könnt ihr natürlich gleich mal vergessen, es dauert wesentlich länger. Spaß beiseite, Schmann. Wir wissen ja beide, dass abhängig vom Wetter gemäht wird. Das heißt, der Landwirt schaut heute einen Wetterbericht. Okay, morgen passt das Wetter, ich mähe morgen. Und dementsprechend müssen wir natürlich auch reagieren. Unsere Bitte ist natürlich, jetzt auf so früh wie möglich die Felder uns zu melden oder mit uns den Termin abzusprechen. Das heißt für uns, wenn ihr jetzt morgen mähen wollt, dass es zumindest Vormittag oder früher Nachmittag stattfindet, ne? Am heutigen Tag für morgen, dass wir noch genug Zeit haben, uns vorzubereiten. Und hat natürlich auch den Vorteil, umso eher, umso besser, weil es gibt ja andere Termine, wo auch noch vorhanden sind und dann kann es passieren, dass wir morgen schon ausgebucht sind. Aber wir melden uns so zeitnah wie möglich und immer im Kontakt. So, ich hoffe, das war soweit verständlich und soweit gut. Und bei Rückfragen einfach melden. Wir haben mit diesem System natürlich jetzt einen Mega-Vorteil. Es ist für uns leichter. Es ist für euch leichter, weil auch letztes Jahr in der Saison mussten wir ja ständig hin und her telefonieren, WhatsApp hin und her schreiben, man, das fällt, muss man da achten und so weiter. Es war für euch auch ein Riesenaufwand und für uns genauso. Und mit dem System ist es einfach simpel und zack, buff, fertig. Und das Ganze kann ich dann später, wird das nochmal überarbeitet, geprogrammiert. Das ist für uns jetzt nichts mehr der Riesenaufwand. Und dann direkt auf unser Multicopter übertragen. Und die sind startbereit und fluchtbereit und wir können früh raus und loslegen. Natürlich müssen wir noch Gesetzeslage beachten, vorher checken, Naturschutzgebiet und so weiter. Das haben wir ja alles, die Genehmigungen und so weiter und wissen, auf was wir achten müssen. Das wird natürlich auch noch gemacht, aber die ganze Planung ist wesentlich einfacher. Okay, ich hoffe, das hat euch gefallen. Dann wünsche ich eine erfolgreiche Saison. Und bis dann. Jo, ciao.